Ja, herzlich willkommen zu diesem Panel Sendersuchlauf oder wie Radio in Zukunft seine HörerInnen erreicht. Das wollen wir jetzt diskutieren. Wir wollen untersuchen, wie Audio jetzt und in Zukunft eben auch am besten die HörerInnen erreicht. Denn ob Podcasts, Streaming-Angebote, Apps, Audiotheken oder das klassische Radio, noch nie hat es so viele Möglichkeiten gegeben, Audioinhalte zu konsumieren und an die HörerInnen zu bringen. Wie funktioniert das? Wo ist Luft nach oben? Das wollen wir uns ganz genau anschauen. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste. Herzlich willkommen Uwe Ludwig, Media Broadcast von Media Broadcast, Deutschlands größtem Service Provider der Rundfunk- und Medienbranche, so heißt die Selbstbeschreibung zumindest. Herzlich willkommen. Dann ganz außen Marco Meyer, Geschäftsführer von Radio und Tele FFH und fachbereits Reichsvorsitzender Radio Audio von VNet, dem Verband privater Medien. Und auf der anderen Seite bei mir Stefan Zilch, General Manager von TuneIn, einem Online-Dienst für Streaming von Radiosendern und Internetradio. Herzlich willkommen. Und ganz außen Mike Brüll, Geschäftsführer von 89,0 RTL und Radio Brocken. Hallo. Genau. Und auch Sie können, wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihre Fragen später im Laufe der Runde loswerden und hier an die Herren stellen. Da wird auch ein Mikrofon rumgereicht. Zwei Dinge würde ich gern diskutieren in dieser Stunde. Einmal den Stand von Broadcast Radio, also wie ist es bestellt um das gute alte UKW und um DAB+. Und der zweite Schwerpunkt sollen Innovationen sein und neue Ausspielwege auf dem Radiomarkt. Und ich beginne mal mit dem Broadcast Radio und dem Dauerbrenner UKW-Abschaltung. Die Debatte um ein Ausschaltdatum ist vom Tisch. So richtig reden will eigentlich keiner mehr darüber, weil man so viele Jahre darüber gesprochen hat. Wir machen es jetzt aber trotzdem noch mal kurz. Marco Meyer, sind Sie froh darüber, dass die Idee vom Abschaltdatum geerdet ist, dass die vom Tisch ist? Ah, ein neues Mikro, super. Jetzt? Hallo? Ja. Na, da bin ich natürlich froh darüber und das ist aber auch einfach der Realität entsprechend. Wenn heute 78% der Menschen in Deutschland Radio hören und davon, von diesen 78% wiederum 75% auch heute noch über UKW-Radio hören, wenn wir sehen, mit welchen Schwierigkeiten und auch Hürden wir im Aufbau und Ausbau von DAB Plus sind, und in den Ländern, es spreche nicht im Speziellen von FFH, sondern wenn ich in alle Länder schaue und wenn wir auch parallel noch sehen, wie stark Online-Audio wächst, in der Reichweite deutlich stärker in den meisten Ländern, nicht überall, in manchen auch pari, dann sehen wir einfach einen Verbreitungsmix, den wir sicherlich noch eine ganze Weile haben und brauchen werden. Es war also Einsicht in die Notwendigkeit sozusagen? Das zu lassen? Woher kam denn die Idee von dem Abschaltdatum überhaupt? Woher die Idee kam, das kann man nur spekulieren. Es stand ja 2029 in irgendeinem Entwurf. Ich glaube, das macht wenig Sinn, solche Daten zu kolportieren, solange man nicht weiß, wie die Infrastruktur so aufgebaut werden kann, dass wir unsere Reichweite dann auch weiter haben können, denn ohne die Reichweite funktioniert das nicht. Das funktioniert auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne Reichweite nicht. Und da ist auch nicht jedes Bundesland so stabil. Da gibt es bessere und schlechtere. Ich glaube, es ist eine politisch getriebene Debatte, die auch ein bisschen mit Lobbyarbeit verbunden ist. Und ich glaube, es ist gut, dass wir hier nicht über ein Datum reden, sondern dass wir so machen, wie es einfach der Hörer oder der Nutzer am Ende will. Ich habe dieser Tage einen sehr schönen Satz gehört von meinem Kollegen Felix Kovac von Antenne Bayern, der sagte, als Henry Ford und Carl Benz das Automobil entwickelt haben, haben sie auch nicht verlangt, dass die Pferde erschossen werden. Gut, ich bleibe noch mal ganz kurz bei Ihnen, denn in anderen Ländern hat man es ja probiert. In Norwegen zum Beispiel wurde 2017 das Ende von UKW eingeleitet, wobei die Lokalradios ja noch bis 2031 auf UKW senden dürfen. Aber das ist ja recht holprig verlaufen. Hat man da auch ein bisschen gelernt? War das ein abschreckendes Beispiel vielleicht auch? Es wird sehr häufig als sehr positives Beispiel dargestellt, wenn man sich den norwegischen Radiomarkt genauer anschaut und wenn man mit Verantwortlichen spricht, norwegischen Sendern, dann ist in vielen Bereichen die Quote derer, die heute noch hören, im Verhältnis ungefähr bei 70%. Das heißt, man hat 30% der Radiohörer verloren. Das muss man an der Stelle einfach auch festhalten. Das ist in einem Land wie Norwegen natürlich ein bisschen anders
zum einen ist die Struktur eine andere und die Topografie ist eine andere und auch die Vielfalt der Sender war eine andere. Es war ein Land, in dem man das ausprobieren konnte und das ist möglicherweise da ja auch so, wie es ist, richtig gelaufen. Ich glaube nicht, dass man das auf Deutschland 1:1 übertragen kann. Großbritannien würde ich an der Stelle empfehlen, wäre das richtigere Land, um einfach so ein Beispiel zu nehmen. Und da hat die BBC sich gerade mit den Privaten committed, dass man bis in die Mitte der 30er Jahre den Parallelbetrieb haben muss und haben will und haben wird. Und ich glaube, das ist das Modell, das wir für Deutschland haben wollen und brauchen werden. Und am Ende werden die Nutzer es ja sein, die die Entscheidung treffen. Und wenn die Endgeräte dann eben nicht nur UKW, sondern DAB oder vielleicht auch in einer viel stärkeren Art und Weise Online-Audio sind. Und dann ist die Entscheidung ja gefallen. Kein Radiosender wird UKW-Frequenzen und teure Antennen aufrechterhalten, wenn dort kein Nutzer mehr ist. Uwe Ludwig, Sie bauen die Infrastruktur, nicht Sie allein, aber Media Broadcast auf jeden Fall die Infrastruktur für Digitalradio auf. Und Sie verdienen natürlich auch Geld mit dem Aufbau dieser Infrastruktur. Stört es Sie, dass UKW immer noch erstmal mit Open End weitersendet? Also Gott sei Dank verdienen wir Geld mit dem Aufbau von DAB-Sendern, sonst gäbe es uns nämlich nicht mehr lange. Und Gott sei Dank sind wir froh, dass unsere Kunden nach wie vor mit UKW Geld verdienen, denn Privatradio refinanziert sich über seine Reichweite und die brauchen jeden Hörer, ob er über UKW, DAB oder IP kommt. Und nur so kommt Geld in die Kasse und nur so kann ich im Moment den Anlauf von DAB finanzieren. Insofern kann ich dem nur zustimmen, alle Reichweite mitnehmen, denn nur so kann das ganze Konstrukt funktionieren. Also Sie sehen das ganz pragmatisch. Ja, absolut pragmatisch. Würden Sie so lange laufen lassen wie gut, wie man so schön sagt? Unbedingt. Ich glaube, das liegt absolut in der Position der Veranstalter zu sagen, wann der Kipppunkt kommt aus Aufwand und Nutzen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo die Veranstalter sagen, die Kosten der Verbreitung sind es eben nicht mehr wert, diese auszugeben, weil die Summe aller Hörer einfach nicht mehr dafür ausreicht. Und den Punkt, den sollten die Privaten selber bestimmen und ich hoffe, dass wir da nicht bis 2035 warten, aber wenn es denn so sein muss, dann soll es eben auch 2035 sein. Mhm. Wollen wir noch mal kurz auf die Zahlen schauen, Herr Bröhl. Wie wichtig ist UKW für Ihre Sender noch? Also die Haushaltsabdeckung von DAB Plus liegt bei 30%, aber wie viel erreichen Sie noch mit UKW und schon mit DAB Plus? Also Marco Meyer hat es ja schon angesprochen, die Radioreichweite ist ja maßgeblich durch UKW bestimmt. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, letztendlich ist DAB zurzeit ja wirklich noch auch im Aufbau begriffen und auch die Durchsetzungsfähigkeit der Marken ist ja eine, die oft in der Diskussion auch viel zu kurz kommt. Das ist eine rein technisch geführte Debatte und auch da hat Marco das schon angesprochen, auch eigentlich vom Abschaltdatum her eine Debatte ohne Not. Ja, weil wir sind ein Wirtschaftszweig, gerade Privatradio speist sich eben aus Umsatz und dieser Umsatz ist ein Resultat aus Reichweite. Und selbst gab es ja mal Rechenspiele, wo man sagt, naja, man könnte ja UKW abschaffen bei 50% Durchdringung von DAB oder Sie sprachen gerade die 30% an. Jeder, der mal so ein bisschen einen BWL-Grundkurs gemacht hat, ich glaube, keiner würde auf 20% oder 30% Rendite verzichten können. Also wir reden ja nicht nur ums Überleben, sondern tatsächlich über vernünftige Geschäftsmodelle. Und DAB hat ja auch gerade bei dem vierten Frühling, den wir jetzt erleben, sowohl bei dem bundesweiten Ausbau und wie auch in den einzelnen Ländern, mehrere Effekte. Einerseits ja, in der Tat, für viele Anbieter ein neuer Markt mit neuer technischer Reichweite, aber für viele auch landesweite Sender erstmal nur eine Chance auf Substitution, also und oder auch, also UKW, DAB Plus oder eben auch Online-Audio, also die Menschen werden nicht mehr. Und insofern, glaube ich, muss man ganz vorsichtig sein bei dieser Debatte, die bislang, ich habe es gerade schon gesagt, sehr technisch immer war. Und unser nicht nur Überleben, sondern unsere Marktchance, und wir sind ja durchaus auch sehr selbstbewusst unterwegs, resultiert ja auch aus starken Marken, die auch wiedergefunden werden müssen. Und da spielt sicherlich auch gerade bei der Entwicklung von DAB, hat das vielleicht auf mittelfristige Sicht so eine Art Drittelchance. Ne? Also wir haben UKW immer noch als Hauptkanal. Und DAB und Online-Audio wachsen und Online-Audio finde ich sogar mit noch mehr Dynamik auch aufgrund der technischen Möglichkeiten. Und insofern sollte man dieses Spiel auch relativ freilassen. Wobei, einen Satz noch, wir reden aber trotzdem eben auch über einen Simultanbetrieb, den man ja auch finanzieren muss. Das wäre nämlich meine Frage. Genau. Und da sind wir natürlich bei einem anderen Thema und da sind wir eigentlich bei dem schon
fast dogmatischen Thema, wie macht man diese Finanzierung? Also wenn DRB letztendlich auch ein medienpolitisch gewolltes Kind ist, dann muss man, glaube ich, auch dafür Sorge tragen, dass so etwas auch über vernünftige Finanzierungsmodelle auch abgesichert wird. Das ist ja kein Abenteuer, auf das wir uns da einlassen. Eben, das ist ja dieser Simulcast-Betrieb, der sogenannte, ist ja nicht ganz billig. Da wünschen Sie sich ja auch Förderung, werden wir gleich noch zu kommen. Wir werden auch gleich noch zur Online-Audio kommen oder Audio-Online kommen. Zunächst mal zu Stefan Zilch. Sie vertreten hier TuneIn, also einen Anbieter, der mit dem Broadcast-Radio insofern nur was zu tun hat, als dass Sie Dienstleister sind. Ist das für Sie eine relevante Debatte noch, die um UKW und DAB Plus, oder verfolgen Sie das so als Zaungast? Ja, natürlich. Also das ist nichts, wo wir irgendwelche Aktien drin haben. Ich selber kann das natürlich nachvollziehen. Wenn ich einen Radiosender betreiben würde, dann würde ich es auch gut finden, wenn jeder Verbreitungsweg möglichst so lange, wie er eben noch einen Nutzen für mich hat, irgendwie zur Verfügung steht. Das ist schon klar. Aber kann da Ihnen auch zustimmen, genau was Sie gesagt haben, am Ende ist es eben zum Glück eine Entscheidung, die Nutzer treffen und Nutzerinnen, also die Fans, die Hörer, die sind diejenigen, die diese Entscheidung treffen, und da ist das ist natürlich ein sehr medienpolitisches Thema, was sozusagen in einer bestimmten Community stattfindet, aber bei den Leuten da draußen, ich kenne jetzt niemanden, der sich jetzt noch ein Radio kaufen würde, quasi. Ne? Also ich kenne schon niemanden mehr, der noch so eine alte Stereoanlage, also mein Vater hat noch die Stereoanlage zu Hause stehen, irgendwie mit dem Doppelkassettendeck und mit den Lautsprechern. Was wir sehen, und das können wir natürlich über unseren Dienst ganz gut messen, wir sehen natürlich den enormen Anstieg an Digital-Audio, und hierbei sehen wir insbesondere den enormen Anstieg der Smart Speaker. Ne? Also das ist gar nicht mehr das Digital-Audio auch nur noch über Apps, sondern wir sehen ganz stark, dass einfach diese Lautsprecher überall Einzug erhalten und durch die Decke gehen. Und das sehen wir, und im Autobereich, wo wir integriert sind, sehen wir auch die Wachstumsraten. Das ist noch ein relativ niedriger, sozusagen von der niedrigen Basis, aber das Wachstum ist enorm. Also insofern, das ist ein Thema, das sich irgendwann erledigt haben wird, einfach durch Zeit und technischen Fortschritt und die Geräte, die Nutzer sich dann einfach anschaffen. Kommen wir gleich zu dem rein digitalen Radio. Nur noch ein ganz kurzes Verweilen bei UKW. Es geht ja jetzt um die Rahmenbedingungen, unter denen UKW irgendwann mal verschwinden wird. Wie würden die aussehen, die Rahmenbedingungen? Was würde die kennzeichnen? Sie schauen mich an, ja? Ja. Eigentlich haben wir es schon gesagt, ne? Die Rahmenbedingung heißt, der Aufwand für die Verbreitung ist höher als der Nutzen, den ich aus der Reichweite habe, den ich dort ziehe. Die Grenze ist fließend, da müsste man jetzt eher die Veranstalter fragen, und dann gibt es da ganz individuelle Situationen. Wo ist dieser Punkt erreicht? Sicherlich wird man irgendwann mal anfangen zu diskutieren an diesem Punkt, aber ich könnte jetzt keine konkrete Zahl nennen, und ich glaube, Marco Meyer kann die auch noch nicht nennen im Moment. Da müssen wir einfach mal ein bisschen die Zeit kommen lassen, was die Reichweitenentwicklung in den nächsten Jahren über die unterschiedlichen Medien dort ergeben wird. Hätte ja sein können, es gibt so eine prozentuale, vielleicht 90% dann nur noch im Digitalradio und 10% UKW oder sowas? Ja, in der Tat gibt es diese Zahl, die ist aber eine medienpolitische Zahl, 10%, wenn nur noch UKW hören, dann hätte man diese Schwelle erreicht. Aber das ist ja ein bisschen, Quatsch eigentlich, über so eine Zahl zu philosophieren. Wenn ich heute weiß, dass in meinen UKW-Frequenzen in Hessen nur noch 20% meiner Hörer sitzen, und ich kenne die Summe, die ich jedes Jahr in meinen UKW-Sendernetzbetrieb stecke, dann werde ich natürlich da schon abschichten. Da werde ich einzelne UKW-Frequenzen abschalten, zurückgeben und Stück für Stück diesen Weg gehen. Und wenn wir über die Förderung sprechen, weil Sie das in dem Satz vor angedeutet haben, es geht natürlich um den Simultanbetrieb, also um die beiden. Das Schicksal tragen wir, das wollen wir ja auch, weil wir sehen nur dann die Chance, die Reichweite tatsächlich zu halten. Gleichwohl ist es aber momentan viel wichtiger, dass die Infrastruktur in vielen Ländern, nicht in allen Ländern, in manchen Ländern funktioniert es wunderbar, da ist die Infrastruktur hervorragend aufgebaut, in Mitteldeutschland ist da ein Paradebeispiel, der Dr. Liebenow ist da, ich habe ihm versprochen, dass ich ihn erwähne, das machen die hier sehr gut, in Bayern funktioniert es sehr gut, im Südwesten funktioniert es sehr gut, und dann hört es aber auch relativ schnell auf. Der Rest der Republik ist da noch nicht so stark aufgestellt. Den meisten Sendern fällt es schwer, die Infrastruktur zu finanzieren und so aufzubauen, dass sie auch auf Augenhöhe mit dem Angebot, das schon da ist, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einfach dahin kommen. Und das ist jetzt durch die Krisen, die wir hinter uns haben, also eine zumindest, die wir
hoffentlich hinter uns haben, die Pandemie. Aber jetzt auch die Situation mit der Ukraine, die wieder den Werbemarkt belastet, was 2 Jahre lang schon unser Thema war in der Pandemie. Das macht es natürlich nicht leichter für die Investitionen, das aufzusetzen. Und ich kann Ihnen aus Hessen sagen, wir sind gerade dabei, den regionalisierten Ausbau anzugehen. Das sind nicht nur enorme Kosten, sondern auch enorme Hürden. Und das vor allen Dingen auf das Level zu kriegen, dass du nicht bei 65% der Qualität des Qualitätsstandards des Hessischen Rundfunks in meinem Fall bist, sondern dass du da auch auf 85-90% kommst. Dazu musst du etliches tun, nicht nur Invest, nicht nur Geld, sondern auch ganz viel Genehmigungsverfahren, ganz viel technische Voraussetzungen schaffen, ganz viele Gespräche führen. Und das ist auch nicht einfach mal so gemacht. Und es wird ja seit Jahren, ich kenne niemanden, der sich damit nicht beschäftigt. Und wir bewerben auch DAB+. Es ist also nicht so, dass wir das nicht wollen. Es ist kein Gegen oder Für, sondern es ist einfach eine Tatsache, die sich herauskristallisiert, und nichts anderes habe ich vor ein paar Wochen im DAB im Dialog in Berlin gesagt, dass eben dieser Mix unserer Reichweite noch eine ganze Weile aus UKW, DAB+ und Online-Audio bestehen wird, dass sich dieser Mix in den einzelnen Feldern verschieben wird, die Gewichte werden sich verschieben, und dann werden wir sehen, wo die Reise hingegangen ist. Ich gebe Herrn Zilch recht, wir sehen in Hessen ein Wachstum, das das exorbitant bei Online-Audio ist. Wir sind bei 15% unserer Reichweite über Online-Audio und bei 7% über DAB+, und der Rest kommt weiterhin über UKW. Und ich glaube einfach, dass wir da auch ein bisschen mit der Zeit gehen müssen. Ich will das nicht verhindern, und ich will auch nicht mich in den Weg stellen für den DAB+-Ausbau. Wir sehen ja, dass in den Autoradios das funktioniert. Wir sehen, dass die Geräte in den Haushalten zur Verfügung stehen, insbesondere im Auto, das auch ein Wachstum hat. Und ich mache auch nicht die Augen zu vor den Digitalisierungsberichten, die wir regelmäßig sehen. Das ist alles richtig. Aber ohne UKW geht es halt nicht. Und das noch eine ganze Weile. Und wenn ich auf das 2029, Sie haben mich vorhin gefragt, ich habe erst mal überlegt, ob ich so antworten kann, aber ich muss eigentlich so antworten, wenn ich 2029 höre als Abschaltdatum in einem Vorvertrag oder in einem Vorentwurf des Koalitionsvertrages und weiß, dass die ARD zu gleicher Zeit von der KEF die Förderung von UKW nicht mehr haben wird, dann kann ich ja eins und eins zusammenzählen, warum man dieses Datum da gewählt hat. Und das ist halt, es ist ein unnötiger Kampf, denn wir müssen es ja auch finanzieren. Und es wird sich auch finanzieren lassen darüber hinaus. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wissen auch, dass wir UKW noch brauchen, noch eine ganze Weile brauchen. Die meisten Verträge laufen auch bis die Anfang 30er Jahre. Ich bin nicht auf 35 fixiert. Wenn wir am Ende 29 sagen, hey, es ist doch 29 geworden, weil wir haben den Move geschafft, sehr, sehr schön, wunderbar. Wenn die Reichweite stimmt, bin ich sofort dabei. Jetzt doch nochmal trotzdem ganz kurz gefragt, warum klappt das in manchen Bundesländern so gut und in manchen nicht? Also mal abgesehen vom Geld vielleicht? Naja, manche Bundesländer haben sich einfach früher damit beschäftigt und früher damit auseinandersetzt. In manchen Ländern sind, jetzt nehmen wir als Bayern als Beispiel, sind die finanziellen Voraussetzungen auch einfach besser. Und da ist die Medienpolitik einfach früh in dieses Thema gegangen. Nichtsdestotrotz hören die meisten Menschen auch in Bayern Radio weiterhin über UKW. Und das ist aber einfach nur dort weiter fortgeschritten. Es gibt ja auch nicht nur Fans dieser Veränderung, weil man natürlich sieht, welche viele Gelder heute schon in den Ausbau von DAB+ im öffentlich-rechtlichen Bereich geflossen sind und wie viel Gelder jetzt in den Infrastrukturaufbau von DAB+ im Privaten fließen muss. Wir haben im Digitalradio Board, das wir gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben, da eine Summe definiert von 60 Millionen Euro im Jahr, wo der private Rundfunk natürlich sagt, wenn das die eine Seite des dualen Mediensystems den Ausbau finanziert bekommen hat, muss die andere Seite des Mediensystems zumindest eine Unterstützung bekommen. Natürlich sind wir betriebswirtschaftsorientierte Unternehmen, aber wir sind auch journalistische Angebote. Wir gerade werden die Bescheide verschickt für die Public Value Tauglichkeit von uns. Fast alle haben das Ziel erreicht. Wenn wir heute in Hessen UKW abschalten würden, dann würden wir 60-70% der Regionen journalistisch nicht mehr erreichen. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, weil nicht jeder ein DAB-Endgerät hat. Also das heißt, man würde auch ein Stück weit den Journalismus und die redaktionelle Arbeit und den Content und unsere Grundgerüste, für unsere Diskussionsmöglichkeiten, für uns am Ende für die Demokratie ein Stück weit wichtige Vielfalt in den Angeboten in den Regionen weiter beschneiden. Und da haben wir in den letzten Jahren schon sehr viele Defizite in anderen Mediengattungen erlebt. Und ich glaube, da wo das Medium noch funktioniert, da wo noch jede Region erreicht wird, da
sollte man nicht gerade anfangen, darüber nachzudenken, wie man das eher schwieriger als einfacher macht. Also es geht auch um den Demokratieaspekt. Dennoch frage ich mich, Herr Brühl, da wo DAB Plus schon gut da ist und in allen neuen Radiogeräten und im Audio, Sie hatten es gesagt, ist ja DAB Plus drin, hat man trotzdem das Gefühl, dass es total zäh akzeptiert wird. Also ich weiß, ich habe auch so ein Gerät zu Hause stehen und höre dann trotzdem entweder über meinen Computer oder über mein UKW-Radio. Warum ist das so zäh? Eine spannende Perspektive, weil wir haben ja auch in der Debatte entdeckt man ja zunehmend wieder Hörerinnen und Hörer. Und wenn wir den durchaus strammen Zuwachs bei DAB Plus, die sprachen eben die 30% an. Vielleicht muss man noch mal kurz ein bisschen in die Zahlen eintauchen. Da geht es ja erstmal um eine Haushaltsausstattung. Es geht noch nicht mal um Nutzen bei dieser Zahl. Also auch diese Menschen hören weiterhin und oder auch über andere Empfangswege. Ich glaube auch, dass die Menschen in der Wahl ihres Empfangsgeräts gar nicht so selektiv sind, sondern es ist sehr situationsabhängig. Es ist in der Tat, ja, Situation, also Handy, Mobile, also da sind wir beim Streaming-Thema. Auto muss man auch wissen, Auto zählt zur Haushaltsausstattung. Ja, und Auto ist natürlich durch den Pflichtverbau seit 2 Jahren, gut haben wir das ja, ne, ist dadurch natürlich auch zumindest ein technischer Treiber, das muss man sehen. Und aber die Selektivität im Sinne von Nachfrage, also warum ist die Hörerschaft nicht so dahinterher, ein DAB-Endgerät zu haben, hat sicherlich auch ein paar qualitative Aspekte. Ich muss immer schmunzeln, das ist auch so ein bisschen vielleicht eine Branchenkritik. Wenn Sie schon mal auch Kampagnen sehen, dann haben Sie mal nicht so ein kleines DAB-Radio. Das ist dann immer so groß, so wie so ein Küchenradio, und das ist dann digital. Und ich meine, jeder oder die meisten von uns haben zu Hause ja auch mittlerweile, sind fürstlich ausgestattet, haben irgendwelche Streambars und haben einen wirklich High-End-Empfang. Also auch da muss man sich nochmal Gedanken machen, tatsächlich, wie auch beim Nutzer dieser Vorteil tatsächlich auch zukünftig dokumentiert wird. Die eigentliche gerade Story, die Erfolgsstory vermeintlich von DAB Plus, ist letztendlich der weitere Ausbau, den wir erlebt haben. Die Inbetriebnahme des zweiten Bundesmuxes. Wir haben eine auch hier sehr oft strapazierte Angebotsvielfalt. Wobei auch da muss man vielleicht mal kritisch sein, ist wahrscheinlich auch sehr quantitativ definiert. Also wir haben auf einmal furchtbar viele Angebote, aber Angebotsvielfalt hat ja auch eine qualitative Komponente. Und ich glaube, da haben wir auch noch so ein bisschen Bedarf, um letztendlich nicht nur Radio, sondern Audio auch in seiner Vielfalt über die Qualität weiter auszuprägen. Also es geht ja nicht nur darum, beim DAB-Ausbau eine technische Angel auszuwerfen und zu sagen, mal gucken, wer dran hängen bleibt, als mehr zu schauen, wie kann ich eigentlich über eine starke Programmmarke auch solche Wege nutzen. Weil das ist ja eigentlich für uns Radio- oder Programmmacher eigentlich die spannende Frage. Also technische Voraussetzung ist eine, also technische Struktur ist eine Voraussetzung. Ja, sie ist notwendig, aber nicht hinreichend für Erfolg. Und da sind wir dann schnell bei deiner Qualitätsdebatte. Auch wenn mein Display im Auto jetzt von oben bis unten voll ist mit furchtbar vielen Programmen, die selbst ich nicht alle immer kenne und identifiziert, man ist ja schon auch so ein bisschen darauf erpicht, dass man letztendlich die Hörerschaft auch an seine Marke bindet. Und da kommt, glaube ich, eine neue Qualität auch in die Debatte. Es ist also quasi nicht so ein technologischer Quantensprung gewesen? Das ist vielleicht der Grund, warum es nicht so... Ja, der technologische Quantensprung, den sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, da ist die Nutzerschaft deutlich entspannter, ne? Sondern da geht es einfach darum, um Auffindbarkeit. Ja, und mittlerweile sind die Endgeräte, egal wie man empfängt, alle durchaus schon auf einem hohen Standard. Da geht es einfach drum, und für uns als Verantwortliche von Radiobetrieben, uns geht es darum, wie wir letztendlich in diesen neuen Strukturen auch dauerhaft auffindbar bleiben und letztendlich über Marke auch versuchen, letztendlich und auch Ausbau von Angebotsportfolio, letztendlich auch die Nutzerschaft an unsere Marken zu binden. Das ist eigentlich das Thema, und weniger sozusagen, Mensch, Hörer, wir haben doch jetzt hier eine tolle Technik und nutze doch mal diese Technik. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Aber was ist die Herausforderung mit der Auffindbarkeit? Ich weiß, wir haben es ja bei Public Value schon diskutiert, im Fernsehbereich. Welche Problemlage haben Sie da im Radiobereich oder im Audiobereich? Na gut, es hat sich natürlich grundsätzlich geändert, wie Menschen einen Sender ansteuern. Früher war es einfach, das Küchenradio oder das Radio im Haus wurde angeschaltet. Der Sender von gestern war auch heute noch drin, fertig. So ist das heute nicht mehr. Heute spreche ich mit Smart Speakern möglicherweise, da muss ich sagen, was ich hören möchte. Ich habe im Display im Auto einen Haufen Auswahl, wobei die meisten Radiogeräte im Audio dann doch wieder auf den Sender zurückgehen, der gestern der letzte war, der drin war.
Nichtsdestotrotz ist es heute umso wichtiger, dass man die Marke einfach in den Mittelpunkt rückt und dass die meisten Kolleginnen und Kollegen heute mit der Markenpflege und mit dem Markenweiterausbau, mit der Strahlkraft auf die Marke am meisten zu tun haben. Denn wenn ich jetzt auf FFH gucke, wenn ich FFH nicht mehr top of mind der Leute in Hessen habe, wenn sie nicht mehr darüber nachdenken, wenn sie es vergessen, wenn der Sender nicht mehr auffällig ist, wenn sie einfach keinen Grund haben, sich das zu merken und es ihnen einfach emotional auch nichts bringt und kein Impuls da ist, dann werden sie mich künftig nicht mehr hören, weil ich nicht mehr automatisch da bin. Also ich muss viel mehr investieren in die Marke und dafür Sorge tragen, dass die Leute den Konsum einfach wollen. Dahingehend hat uns die Pandemie tatsächlich geholfen, denn wir haben festgestellt, dass insbesondere im ersten Jahr der Pandemie die Leute dann doch wieder zu ihren gewohnten Sendern zurückgekehrt sind. Wir haben unglaubliche Hörerzahlen gesehen im Jahr 2020, die wir wahrscheinlich so vielleicht nie mehr haben werden, weil natürlich dann, wenn es wieder gut läuft und wenn wieder alles in die richtige Richtung geht, dann ist es auch nicht mehr ganz so relevant. Aber in der Zeit waren alle daheim, es war ein Lockdown, man konnte nirgends hin und man konnte nicht mal Freunde einladen. Das Einzige, was blieb, war in irgendeiner Form Unterhaltung. Und das war schon so, nicht alle, aber sehr viele Menschen haben sich dann auch an Fernsehen, aber auch an ihren Radiosender erinnert, an die Moderatoren, die das gleiche Schicksal teilen, mit denen sie eben dann ihren Tag verbracht haben. Und das ist etwas, was natürlich dann zeigt, und das hat auch uns gezeigt im Haus, wir haben ja diese exemplarisch IP-Kurven jeden Tag gesehen und gesehen, wie viele Menschen uns gerade hören. Und das war nur der IP-Bereich, das ist ja im UKW-DAB-Bereich, kann ich es ja nicht tagesaktuell momentan sehen. Und das hat uns natürlich auch gezeigt, wie wichtig wir in dem Moment sind und wie wichtig unsere Aufgabe ist, die Leute jetzt auch neben der Unterhaltung und der logischerweise auch Ablenkung, aber auch neben die Information zu bieten, die sie brauchen. Und es geht halt in so einer Krise, ruft nicht jeder das Bürgertelefon der Landesregierung an und auch nicht jeder hört den Infokanal des Öffentlich-Rechtlichen. Mancher möchte einfach die Mischung aus Unterhaltung, Ablenkung und Information von seinem Privatradio, von seinem Radioprogramm, das er gerne hat. Und das ist ein Teil dessen, was wir dann eben weitertragen müssen, um die Marke aus diesem positiven emotionalen Impuls heraus in die Zukunft zu führen. Mhm. IP und Auffindbarkeit bringt mich jetzt zu Ihnen, Herr Zilch, zu Ihrem Unternehmen TuneIn. Sie sind der Generalmanager und Sie sind bislang der Einzige in Deutschland. Also Sie sind dabei, das Team aufzubauen. Vielleicht erklären Sie doch noch mal ganz kurz, was macht TuneIn genau? Ja, also TuneIn ist ich sage es mal so, die größte App für Live-Audio. Ne? Also es ist, in Deutschland wurde das immer gerne beschrieben als Radioaggregator, so dieses Genre hatte sich mal so rausgebildet. Das sind wir zu einem großen Teil, aber eben nicht nur in Amerika, noch weniger, wo wir schon sehr, sehr lange sehr aktiv sind. Das heißt also, wir bündeln über 100.000 Radiosender auf der App und im Web und distribuieren die an über 200 Partner, also Smart Speaker, Autos, Fitnessbikes, Golfcarts, also diese kleinen weißen Autos, mit denen man über den Golfplatz fährt, auch da ist TuneIn verbaut, und haben dort einfach die Strategie, möglichst allumfassend diese Sender zu verbreiten. Was wir dann darüber hinaus noch in Amerika machen, was sich noch unterscheidet von unserem Angebot in Europa ist, da kann ich mir alle Sportligen live anhören. Baseball ging gerade los, College-Sportarten ist da auch riesengroß. Ich kann dort Nachrichten von den führenden Nachrichtensendern auch anhören, also sowas CNN, MSNBC, Bloomberg und so weiter, kann ich dort auch alle anhören. Und das ist eben was wir in Deutschland auch noch mit aufbauen wollen. Aber das Interessante ist eigentlich, da gehe ich jetzt sogar noch mal einen Schritt zurück, weil es ja wir hier so über technische Verbreitung und was man da alles machen muss. Also das, was für mich das Überraschende war, ich bin seit einem halben Jahr knapp über einem halben Jahr bei TuneIn, kenne das Angebot schon lange, weil ich früher mal eben auch immer im Streaming-Audio-Bereich gearbeitet habe. Ich habe mal bei Spotify gearbeitet. Dann habe ich meinen ersten Sonos-Lautsprecher, über 10 Jahre her ist das, habe ich dann bekommen, habe den zu Hause installiert. Zu dem Zeitpunkt war das der einzige WLAN-Lautsprecher, den es gab. Da gab es noch gar keine Alexa und Google Home. Man hat noch nicht von Smart-Speakern gesprochen, sondern von WLAN-Lautsprechern. Und dann habe ich den angeschaltet und da gab es damals 3 Dienste oder so, die dort eigentlich verfügbar waren. Irgendwie Spotify, Soundcloud, fand ich auch ganz gut, so DJ-Mixes höre ich auch und dann war da TuneIn drauf. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, ich kann hier alle Sender hier sofort auf den Lautsprecher beamen. So,
habe das dann auch immer gemacht und genutzt. Der Lautsprecher steht heute noch in meiner Wohnung. 10 Jahre später fange ich dann für die Firma an zu arbeiten. Und das Erste, was sie sagen, ist, ja, wir haben in Deutschland 4,7 Millionen Nutzer, beziehungsweise Accounts, also Monthly Active Devices ist dann das Buzzword, also monatlich aktive Geräte. Und da war ich erstmal ziemlich baff, weil wir haben hier nie irgendwas gemacht. Hier war nie jemand vor Ort, hier gibt es kein Marketing, hier gibt es keine Kommunikation, keine PR, kein gar nichts. Also es ist einer der seltenen Fälle, wo wir, glaube ich, eine höhere Anzahl von Nutzern haben als überhaupt Markenbekanntheit, weil wir eben über diese Distribution, eben die Radiosender, diese ganzen Audioangebote auf die Geräte, auf die Lautsprecher, in die Autos eben mit reinbringen. Und das ist alles passiert ohne dass eigentlich irgendjemand irgendwas gemacht hat, sondern einfach durch die Nutzer, durch die Digitalisierung, durch die Smart Speaker. Und das ist eigentlich das, wenn wir schon hier knapp 5 Millionen Nutzer haben, ohne dass wir jemals was gemacht haben, also das wollen wir jetzt natürlich intensivieren und sind jetzt auch vor Ort und eröffnen in 2 Monaten noch ein Büro. Aber das ist eigentlich das, was mir so die Augen geöffnet hat, wie schnell oder wie sich das eben dann doch auch von alleine einfach trägt und eben auch wächst. Das ist also quasi eine App für Live-Audio, das unterscheidet Sie auch von Anbietern wie Spotify zum Beispiel? Ganz genau, ja, also Spotify, da habe ich ja früher auch mal gearbeitet, ist natürlich eher das CD-Regal oder früher war es iTunes, wo ich meine Downloads hatte. Spotify ist natürlich im On-Demand-Audio sehr stark jetzt mit Podcasts und wird dann natürlich irgendwie die größte Plattform der Welt oder ist es eigentlich schon. Für uns stehen im absoluten Vordergrund Live-Audio-Inhalte und man kann das sehr gut sehen. Das fand ich auch ein ganz interessanter Punkt. Als wir gemessen haben, was war der stärkste Tag bei TuneIn im letzten Jahr, und das war der 6. Januar. Und das war in Amerika ein sehr, sehr einschneidender Tag. In Deutschland wissen, glaube ich, nicht mehr alle, was da passiert ist. Da sind die ganzen Verrückten aufs Weiße Haus zugelaufen. Und das war ja ein Event, der ging sozusagen schon, ich glaube, vormittags dort los oder mittags. Und das lief den ganzen Tag über. Und wir konnten sozusagen diese User Journey, also das, was wir immer sagen mit dieser Vernetzung, das konnten wir direkt nachvollziehen. Also wir konnten direkt sehen, okay, da gucken das die Leute noch am Fernsehen. Jetzt sitzen sie im Auto und nehmen sozusagen das Programm mit von CNN aus dem Fernsehen auf CNN auf Audio. Dann sind sie irgendwie im Büro und ich sehe auf einmal mehr stärkeren Traffic auf Web und App. Und dann sind sie wieder im Auto, irgendwann wieder zu Hause. Das war ja ein Event, das ging durch den ganzen Tag durch. Und das war der stärkste Tag bei TuneIn jemals. Natürlich war das ein heftiges Ereignis in Amerika, aber man sieht dort sehr gut, wie diese ganzen, sage ich jetzt mal so, Gattungen oder Verbreitungswege, wie die zusammenspielen und dass sich das auch gar nicht so sehr als Nutzer trennen lässt, was ist jetzt online, was ist jetzt Fernsehen, was ist jetzt Audio. Ich will einfach die ganze Zeit mit Inhalten und mit dem Anbieter, was Sie eben auch meinten, die Leute sind Fans von einem Radiosender und mit dem möchte ich die ganze Zeit connected sein und das soll überall möglich sein. Das ist also das Dreigestirn, was wir ja schon mehrmals angesprochen haben zwischen UKW, DAB Plus und Online Audio. Herr Brühl, ist Ihr Sender auch über TuneIn zu oder Ihre Sender über TuneIn zu erreichen? Ja, natürlich. Sogar nicht nur unsere Sender, sondern auch unsere sogenannten Beiboote, die wir haben, weil wir mittlerweile, glaube ich, 25 Streaming-Angebote auch noch haben zusätzlich. Und insofern, wissen Sie, wir Radiobetriebe, wir schauen natürlich auf die Aggregatoren. Dahinter steht ja durchaus, neben der guten Absicht, möglichst großflächig zu distribuieren, da steht ja auch eine Wertschöpfungskette hinter. Na, und insofern sind wir gerade, wie wir beide hier nebeneinander sitzen, wir haben so ein positiv gespaltenes Verhältnis zueinander, weil letztendlich ja unsere Produkte die sind, die letztendlich auch eine Geschäftsbasis für TuneIn auch bilden. Aber das gehört, glaube ich, zum guten Ton großer privater Hörfunkbetriebe natürlich auch diese Kanäle mit zu nutzen, also bis hin zum deutschen Radioplayer, zum Radioplayer, den wir haben, der ja auch ein Stück genau diese Absicht verfolgt, auch in einer digitalen Welt so ein Stück dieses gute alte Radio auch im Sinne von Auffindbarkeit auch zu digitalisieren, um da einfach zu sagen, da hast du all deine Radioprogramme. Aber warum positiv gespalten? Ist das nicht eine Win-Win-Situation? Die Plattform ist immer der Buhmann. Es ist immer, also zumindest am Anfang. Naja, es ist ja so, dass wir heute, also ich kann das sagen für mein Haus und meine Sender, Online-Audio ist der Transport über TuneIn mit großem Abstand der höchste Anteil. Also TuneIn ist für uns sehr wichtig. Gleichwohl versuchen wir trotzdem in diesem Ökosystem eigene
Tools zu bauen, eigene Skills für die Smart Speaker von Amazon beispielsweise, was ja auch völlig normal ist, weil am Ende geht es auch ein bisschen um Daten, es geht um Vermarktung, es geht um solche Geschichten. Aber deshalb, das ist im positiven Sinn gespaltenes Verhältnis. Ne? Weil ja, wir sind froh und arbeiten gleichzeitig natürlich an individuellen Geschichten für jeder für sein Haus, das ist ja normal. Also nur ganz kurz als Ergänzung. Es ist ein bisschen, so wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, wenn ich selber einen Radiosender betreiben würde, dann würde ich mir auch wünschen, dass alle Menschen nur meinen Sender hören, dass das alte UKW-Radio auch nur einen Knopf hat, wo nur mein Sender drauf ist und dass, wenn sie denn schon digital hören, sie auch bitte alle meine App runterladen und nur darüber hören. Und das ist natürlich nicht die Wirklichkeit der Nutzer da draußen, der Nutzerinnen, sondern das ist, die nutzen die Geräte, die nutzen die Services, die für sie am besten funktionieren, und da kommen wir eben ins Spiel, weil wir eben als Aggregator natürlich irgendwie viele Angebote in einem versammeln, aber natürlich, sage ich mal so, ich will das jetzt gar nicht so sehr bewerben, aber wir schaffen natürlich auch inkrementelle Reichweite, indem wir diese Radiosender auch eben überall dort natürlich distribuieren. Natürlich kann ein großes Haus auch selber sich die Alexa-Skills zusammenbauen oder programmieren lassen. Viele kleinere Sender würde das schon vor Herausforderungen stellen. Und es ist eben auch nicht nur Alexa, sondern es sind eben hunderte Devices. Also insofern, wir bringen natürlich ein bisschen zusätzliche Reichweite, aber natürlich hängt daran auch ein Geschäftsmodell, was wir verfolgen, klar. In den USA zum Beispiel hatten Sie mir erzählt im Vorgespräch, haben Sie auch Reichweite zum Beispiel für Immigranten-Sender, also die sozusagen aus dem Ausland dann eben auch die Zielgruppen in den USA erreicht, auch über TuneIn? Also naja, das ist ein wichtiger Punkt natürlich, also unabhängig von, sage ich jetzt mal, regulatorischen Gesichtspunkten, das ist ja in jedem Land etwas anders geregelt, aber ich kann natürlich über eine digitale Verbreitung, und das ist natürlich ja auch ein Thema in Deutschland, kann ich natürlich auch Nutzer erreichen, die über meinen ursprünglichen Hörerkreis hinausgehen, und das kann in manchen Ländern, wie gesagt, in Amerika sehen wir das, wie stark denn eben die lateinamerikanischen Sender dort gehört werden. Und das ist für die eine zusätzliche Möglichkeit, neue Reichweiten zu gewinnen und aber auch neue Umsätze, weil ich natürlich dann auch dort Werbung dort vermarkten kann, wo normalerweise gar nicht mein Heimatmarkt ist. Ne? Also das ist, da ergeben sich eben auch zusätzliche Möglichkeiten noch. Herr Ludwig, Sie sind entspannt aber mit dieser Entwicklung, weil es halt ein Teil des Mixes ist? Ja, also Sie haben vorhin eigentlich das richtige Wort gewählt. Sie sprachen von Dreiklang, also IP, also Streaming-Produkte, UKW und DAB. Ich denke, das ist genau dieser Dreiklang. Sie sagten vorhin, Sie bieten 100.000 Angebote an. Mir wird eigentlich nicht Angst, weil ich sage, es gibt eben dann 100 Angebote, die kriege ich auch im Podcast. Und das ist ein USP, das wird uns bleiben. Und das werden die Premium-Marken meiner Meinung nach auch perspektivisch brauchen, um eben dieses Premium-Attribut zu erhalten. Mich gibt es auch im Autoradio, und zwar übers Broadcast-Format, weil es gibt natürlich im Autoradio heute auch IP-Formate, aber ich bin eigentlich fest überzeugt, dass das perspektivisch ein USP ist, dass die Premium-Formate auszeichnen wird. Das zeigt ja auch heute der Run auf die DAB-Kapazitäten im Bundesgebiet. Alle, die das heute machen, die wissen ganz genau, dass sie ganz große Teile ihrer Reichweite in Zukunft über IP generieren, aber sie haben eben dieses wertvolle, einschränkende USP. Wir haben früher im UKW gesagt, Herr Mayer, da gab es FFH im UKW und noch zwei andere private und ansonsten den Hessischen Rundfunk. Ja, jetzt haben wir natürlich die Welt im DAB, da haben wir jetzt 100 Angebote, aber es sind eben nicht 100.000 Angebote, und es bietet neben der USP-Qualität, also ich bin einer von denen, die über dieses Format erreicht werden können, bietet heute dem Privatradio und auch dem Öffentlich-Rechtlichen die Chance, sich breiter aufzustellen und in diesem, ich nenne es einfach mal 100er Format, eben auch viele, viele Sparten mit abbilden zu können. Zweifelsohne können Sie in einem IP, in einem Bündelungsformat IP, können Sie noch viel detaillierter und granularer sein, aber dafür ist es ja auch da. Dafür soll es ja auch so sein, dass Sie Ihren Kontakt, den Sie über Ihre Premium-Marke generieren, dann verlängern können in noch spitzere Formate unter Umständen. Ist auch der größte Markttreiber jetzt im Moment, der größte Wachstumstreiber, wenn ich es richtig verstanden habe, Online-Audio. Was passiert da, Herr Bohl? Was macht Ihre Sendergruppe da? Naja, Online-Audio ist einerseits natürlich, ist ja so für uns Radiomacher eigentlich der Inbegriff der Digitalisierung. Also DAB Plus ist ja, auch wenn die Technik eine digitale ist, aber sie ist letztendlich terrestrisch und sie ist nicht rückkanalfähig oder nur bedingt. Und da wir ja werbefinanziert sind, haben wir über Online-Audio natürlich auch ganz andere Möglichkeiten erstmal der Auslieferung von Werbemitteln.
Eben klang schon mal an, das Thema Data ist eins. Ja, wir würden natürlich gerne unseren Werbekunden möglichst qualitativ hochwertige Kontakte verkaufen. Auch wenn wir so im Monatsrhythmus immer irgendwie von der EU etwas Neues hören zum Thema Datenschutz, und das meine ich durchaus auch, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir den Hörer, ich sag's mal so, lachsnackig machen und letztendlich mit persönlichen Daten da Unfug treiben, aber man muss natürlich auch sehen, dahinter geht schon darum, auch zumindest Personen, nicht als Person mit Namen und Hausnummern, aber zumindest als Type oder wie auch immer mal zu qualifizieren, um damit letztendlich auch unseren Werbekunden auch noch attraktivere und zielgenauere Möglichkeiten der Werbung zu bieten. Dazu kommt eben tatsächlich diese, ist ja gerade schon angesprochen worden, auch diese Fülle einfach, diese unbändige Fülle an Möglichkeiten, die sich da bietet. Weil ich finde auch bei der Debatte, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir nicht die falsche Legende hier bilden. Also es geht ja nicht darum, dass Radio jetzt so ums Überleben kämpft und auch die guten alten Werte so hoch hält. Also unsere Unternehmen sind da schon alle eigentlich mit Hochdruck dran, also diese Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten für uns als Chance zu begreifen. Und nicht nur im Sinne von mal gucken, wie lange es noch geht. Ja, also der Bauchladen, sage ich mal, ist ja durchaus mittlerweile riesengroß geworden. Also früher gab es ein braves Radioprogramm mit netter Musik und hoffentlich guten Moderatoren. Und die Vielfalt heute der Angebote, in der Tat jetzt mal Vielfalt auch im Sinne von unterschiedlichen Qualitäten, ist ja auch in den einzelnen Häusern immens gewachsen. Also ich glaube, wer nur bewahrend denkt, ja, der kann dann auf ein Abschaltdatum hoffen und hoffen, dass er in Rente geht. Aber wir sehen es tatsächlich auch als eine große Chance, wie wir auch neu als Programmmarke wachsen können. Weil da muss es ja hingehen. Sie haben 26 verschiedene Streams am Start. Ich glaube, ich gucke gerade mal meinen Kollegen an. Er nickt. Ja, wir haben 26 verschiedene Streams. Das ist aber jetzt nicht unüblich. Auch andere Häuser, also jeweils unter den beiden Programmmarken, das teilt sich relativ paritätisch auf. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile nicht unüblich. Marco, ihr habt, glaube ich, ähnlich viele, ne? Und FFH, hatten Sie mir gesagt, hat ein Wachstum von 11% bei Online-Audio im Vergleich zu 7% bei DAB+. Nee, 15% Online-Audio im Vergleich zu 7% DAB. Ich möchte noch eins sagen und das, was Mike Brühl sagt, auch nochmal unterstreichen. Wir reden gerade grundsätzlich erstmal über ein Luxusproblem, denn wir sind alle unglaublich dankbar, dass die Menschen hören und zwar in vielfältiger Art und Weise. Wir reden von klassischem Radio, egal mal auf welchem Verbreitungsweg. Wir reden von On-Demand, wir reden von Podcasts, wir reden von Hörbüchern, wir reden von Spotify, wir reden von all diesem. Und es hat so ein enormes Wachstum. Und dieser Audiomarkt, und deshalb ist es logischerweise auch ein Audiothema und kein Radiothema, dieser Audiomarkt ist in einem Steigflug seit 2-3 Jahren verstärkt noch hat uns auch in den klassischen Reichweiten natürlich geholfen. Im Online-Audiomarkt muss man sagen, dass die klassischen Radiomarken auch im Online-Audiomarkt natürlich unterhalb von Spotify, wenn man sich die MRIP-Audio von gestern anschaut, die klassischen Radiomarken sind auch im Online-Audio-Bereich die Marken, die sich am besten positionieren, weil sie halt als Marke bekannt sind und als Marke in ihrem Land funktionieren. Also es gibt auch kein Bewahren und einen Schutz von irgendwas, damit wir irgendwie unsere Zeit bis zur Rente noch hinkriegen, sondern wir haben bei FFH eine eigene Digitalabteilung und ich habe 5 Softwareentwickler im Haus. Also eigene, die sind auch recht teuer, wenn man den Markt ein bisschen kennt, kann man das ungefähr beurteilen, die sich nur damit beschäftigen, unsere Produkte zu digitalisieren, in der digitalen Welt weiterzuentwickeln, eigene Produkte zu erstellen, entsprechende neue Geschichten auch an den Markt zu bringen und so weiter, um einfach das einfach weiterzuentwickeln. Das ist natürlich ein Teil des Geschäfts und das machen auch alle, die sich leisten können und bei denen, wo es schwieriger wird oder wo die Länder kleiner sind und die Umsätze geringer, müssen die natürlich kleinere Brötchen backen, aber die haben genau die gleiche Digitalisierungsnotwendigkeit. Wir unterstützen uns da auch gegenseitig. Also das ist schon etwas, wo man jetzt sieht, wir funktionieren immens. Und ich mache ein kleiner Werbeblock. Ich erreiche mit FFH alleine am Tag mit meinen Produkten 2,7 Millionen Leute in Hessen. Es gibt kein anderes Medium in Hessen, das am Tag so viele Menschen erreicht. Und das ist erstmal schön für mich und für meine Werbekunden, klar. Aber es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Es ist am Ende des Tages auch Journalismus. Wir haben 6 Regionalstudios. Wir haben da immer 2 Festangestellte. Wir haben Immobilien dafür. Das heißt, wir tun auch etwas. Also wir sind ja hier nicht diese alte Privatfunk-Gilde, die sich da irgendwie
das würde auch nicht mehr funktionieren. Der USP ist unsere Berichterstattung am Ende des Tages, auch unser Service ist Hessen, unsere Berichterstattung über Eintracht Frankfurt, über all diese Dinge, die momentan halt populär sind. Wenn wir das nicht machen und die Leute das nicht gut finden würden, dann hätte ich keine 2,7 Millionen, dann wären es halt irgendwann weniger und irgendwann hätte ich ein Problem. Und das ist, und das, wir reden von einem Transformationsprozess in die digitale Welt, den wir an vielerlei Stelle auch schon wunderbar beschritten haben. Wir reden natürlich auch über terrestrische Wege, die Monsterbausteine an Reichweite dazu liefern. Und das ist der Stand, von dem wir heute sprechen. Und nicht der Stand, den wir uns auch schon vor Jahren unterstellt hat. Naja, die wabern so langsam dem Ende entgegen und gucken jetzt irgendwie, das so lange wie möglich hinten rauszuzögern. Das ist nicht der Fall, gar nicht mal ansatzweise. Aber das ist ja gut zu hören. Also genau. Was ich mich frage, tatsächlich mit der Auffindbarkeit, wenn ich jetzt so viele Angebote habe, wie funktioniert das mit der Auffindbarkeit? Ist es so, dass wenn ich zum Beispiel bei Amazon den Alexa anspreche, da ist ja TuneIn auch drin verbaut, dass ich schon weiß, was ich will und TuneIn liefert mir das? Oder wie sortieren Sie das? Ja, also grundsätzlich steigen wir da wieder ein, was vorher schon gehört wurde. Also das ist schon klar. Ja, sortieren, das ist eine schwierige Frage. Das bauen wir ehrlich gesagt gerade um. Also wir sortieren demnächst sehr, sehr regional. Das war was in Amerika gar nicht so präsent war. Das in Deutschland, dass wir hier einen sehr, sehr regionalen Radiomarkt haben. Das heißt, wir haben Leute, die auf der TuneIn-App waren, in Hamburg dann Antenne Bayern bekommen und umgekehrt. Also insofern, da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns, beziehungsweise haben auch schon sehr viel gemacht. Das Thema Auffindbarkeit ist etwas, dem muss ich jedes Medium stellen. Ich meine, wir hatten heute Vormittag die Diskussion mit dem Podcast. Ne? Also wenn ich heute einen Podcast veröffentliche, habe ich 80.000 in Deutschland allein, gegen die ich konkurriere, oder 3 Millionen weltweit. Da kommt aber eben das ins Spiel, was Sie gerade gesagt haben. Diese Radiosender sind so starke Marken, erreichen Millionen von Hörern und über Stunden. Das ist doch, das mehr Kapital geht doch gar nicht. Und diese persönliche Nähe, die zwischen den Sendern und den Hörern herrscht, das wurde ja auch oft angesprochen, die ist natürlich auch da. Also insofern, es gibt ja gar kein besseres Startkapital. Wenn ich jetzt morgen meinen Podcast veröffentliche, müsste ich aber mehr in Bewegung setzen, um da irgendwen drauf zu bekommen, als wenn ich als Radiomarke mich auf andere Plattformen begebe. Ich glaube nur, es wird viel, viel wichtiger werden für Radiomarken oder Audiomarken, sozusagen ihre eigene Plattform zu verlassen. Und damit meine ich jetzt gar nicht Distributionsplattformen wie TuneIn, sondern ich glaube, dass diese Marken, das sind für mich Kuratoren, neudeutsch würde man sagen Influencer oder Content Creator. Für eine ältere Zielgruppe sind das ihre Radio-DJs, die sie am Morgen hören. Für eine jüngere Zielgruppe sind das ihre YouTuber und ihre Twitch-Streamer. Und die Radiomarken müssen meiner Meinung nach auch dorthin gehen und diese Marken überall hin transportieren, wo sie Fans und wo sie Hörer haben. Also insofern, das ist eigentlich das Spannende und das ist ein Schritt, der, denke ich, noch kommt, dass ich im Prinzip wenn ich heute eigentlich ein Medienunternehmen betreibe, eine Medienmarke, muss ich eigentlich auf allen Plattformen präsent sein und gar nicht nur in dieser Audio denke, sondern ich muss eigentlich zu YouTube, ich muss zu Twitch, ich muss überall hin. Zu TikTok? Ja, ja. Na klar. Also wir haben ja mit 89.0 ein junges Produkt am Start und gerade das, was Sie gerade ansprechen, das ist bei uns gang und gäbe. Also Moderatoren, also es fängt an natürlich Social Media Plattformen zu bedienen. Wir haben fast ausgebildete Kameraleute mittlerweile in der Redaktion und Themen werden natürlich mittlerweile auch auf diesen Kanälen auch begleitet. Und unter anderem natürlich auch TikTok und natürlich Facebook, natürlich Instagram. Und es ist auch nicht mehr so, wir haben da auch eine eigene Unit mit 5 Leuten, die tatsächlich diese Plattform auch dauerhaft bespielen. Also nicht nach dem Motto, wir machen jetzt jeden Tag 2 Posts, sondern die sind wirklich im redaktionellen Alltag auch angekommen. Und genau da, wie Sie gerade beschrieben haben, da versucht man natürlich im Grunde, sich auch entsprechend auszuweiten, weil wir wissen, auch da eben binden und holen wir unsere Zielgruppe ab, ganz klar. Herr Zilch, Sie haben ja ein bisschen so den Draufblick, wie innovativ ist die deutsche Radiobranche? Also, sagen wir mal, spitze Zielgruppen zu bedienen,
Ist schon Luft nach oben. Mhm. Also ja, aber nur, weil ich natürlich, aber das, wir sind in Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, im Medienbereich jetzt selten die absoluten Early Mover. Ne? Also wie habe ich mal so schön gelernt, Late Mover Advantage. Erstmal die anderen die Fehler machen lassen und dann das machen, was gut funktioniert. Also da sieht man natürlich, in anderen Ländern sehen wir da schon mehr. Man sieht es aber jetzt eben, gerade eben auch durch DAB und diese ganze Digitalisierung, sehen wir da auch schon, dass es jetzt so starke, ne, zielgruppenorientierte Angebote gibt. Was mich ein bisschen, aber das ist nur jetzt so meine persönliche Einschätzung so, das ist ne, diese sehr vielen digitalen Kanäle, die einzelnen Radiosender betreiben, die sind eigentlich fast identisch. So, das ist klar, das ist ein bisschen natürlich, denke ich auch, natürlich durch die Wettbewerbssituation oder die angenommene Wettbewerbssituation mit Spotify, dass man dort möglichst viel, was da Playlisten heißt, sind dann bei den Radiosendern, sind dann so, ja, diese Web-Channels, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt. Ich würde mir wünschen, dass man noch, ja, also man kann digital, die Kosten dafür sind ja eben auch viel geringer, kann man viel, viel mehr auch noch ausprobieren. Und ich würde mir stärker so irgendwie, sieht man aber auch schon eben an ein paar Beispielen, so Zielgruppenradios. Also ich sag mal so, als ich in Deutschland gestartet habe und dann verglichen habe, was haben wir eigentlich in den USA und was haben wir in Deutschland, habe ich so riesige Löcher einfach, da wo wir keinen Content hatten, eine bestimmte. Was denn zum Beispiel? Na, zum Beispiel Sport. Jetzt gibt es irgendwie ganz neu, gibt's das Sportradio, ich glaube, die sitzen auch in Leipzig. Das ist aber auch erst irgendwie ganz jung gestartet. In Amerika, wenn ich da bei TuneIn aufgehe und Sport, da kriege ich nur Sportradios. Und damit meine ich gar nicht, dass man jetzt irgendwelche teuren Sportrechte kaufen muss, sondern die quatschen die ganze Zeit über Sport. Das ist nochmal was anderes mit vier riesen Ligen dort. Aber eben auch so Lifestyle-Themen. Ne? Also alles das, was ich eigentlich im Web-TV, im YouTube, Twitch, was ich dort alles vorfinde, das sehe ich in der Audiowelt noch nicht. Die Nachhaltigkeitsthemen, Lifestyle-Themen, Awareness, Ernährung, all diese Sachen. Also ich könnte im Prinzip genau diese Themen, die ich in anderen Mediengattungen sehe, daraus kann ich überall einen Radiosender bauen. So, das muss ja nicht 24 Stunden Live-Betrieb sein. Auch das kann ich heute mit Technologie loopen. Es ist einfach Content, der mich begleitet. Ich muss das nicht von Anfang bis Ende durchhören wie ein Podcast, sondern das begleitet mich und ich habe da irgendwie ein paar Infos. Also da kann man schon noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo das gerade losgeht und wo da viele experimentieren. Spricht Sie das an, Herr Mayer? Oder sagen Sie, wir haben ja schon unsere 2,7 Millionen Hörer täglich? Da sind wir dran. Also da sind, glaube ich, alle dran. Ich meine, ich habe jetzt dieser Tage gelesen, es gibt jetzt auch ein Angebot für Heimwerker, also klassisches Heimwerkerradio. Es gibt Sportradio, es gibt verschiedene Angebote, spitze Zielgruppe, vieles auch über DAB+. Wobei es ist halt, also auf den Bundesmucks oder auf den Landesmucksen, muss man dazu sagen, dass es natürlich immer eine Frage, also die Vielfalt ist ja vielfältig. Ne? Ist es eine Musikvielfalt, eine spitze Zielgruppenvielfalt? Oder definiert man Vielfalt vielleicht auch über journalistisches Angebot und was ist da noch da drin, ne? Außer Musik? Spitzes Zielgruppenformat in der Musik ist einfach zu machen, du brauchst die Playlist und das war's. Aber wir machen das ja in allen Bereichen und ich sag mal, wir wachsen gerade im Online-Audio-Bereich ja nicht nur, weil wir eine gewisse Anzahl von Webkanälen machen, sondern weil wir das an Moods festmachen, das heißt an Stimmungslagen festmachen, an Zeiten im Jahr festmachen. Das FFH Weihnachtsradio ist eines der besten Online-Channels, die wir sehen können, weil wir eine Million Sessions in den 3 Wochen vor Weihnachten, obwohl man eigentlich im Originalprogramm auch Weihnachten hören könnte, da spielen wir nur Weihnachtslieder und die Leute wollen es, warum auch immer. Ich glaube, es würde nicht überall funktionieren. In Hessen funktioniert, das ist schön. Wir bieten da vieles an, das spricht uns an. Und das ist natürlich, ich weiß, warum erzähle ich das, sagt auf der einen Seite, machen wir natürlich auch die guten Dinge für uns, aber am Ende würden wir auch TuneIn damit stärken. Dennoch, bevor ich die Schlussrunde einleite, frage ich mich manchmal als Hörerin, wer das alles hören soll. Also Sie haben mir gesagt, dass am Ende hören die Leute 3 so Stammprogramme, was so mit meiner persönlichen privaten Evidenz so weitgehend übereinstimmt. Ja, und das ist ein spannendes Learning. Ne? Also ich kann ja, das ist ja im Prinzip, das spricht für die Stärke der Radiomarken, dass auch im digitalen Bereich die Anzahl der Sender, die ein Hörer eben sich anhört, nicht viel größer ist, obwohl die Auswahl und die Vielfalt viel, viel größer ist, als es im klassischen UKW-Radio ist. Das spricht genau für die Marken. Also das ist das klassische Nutzungsverhalten. Wenn ich im Audio sitze und mich nervt mein Sender 1, dann drücke ich auf 2 und wenn er auch nervt, auf 3. Und wenn mich das alles nervt, dann gehe ich noch irgendwie zu Klassik oder Jazz und dann irgendwie da habe ich meine Ruhe. Und das gleiche Nutzungsverhalten sehen wir aber auch digital. Das heißt, diese Marken stehen auch im
auch auf der digitalen Plattform. Natürlich kann man da auch andere Inhalte mal irgendwie so promoten. Und das ist auch ein Ziel von uns natürlich auch irgendwie bestimmte, ja, bestimmte Themen noch irgendwie voranzubringen. Aber grundsätzlich hören auch dort die Menschen das, was sie gewohnt sind und was sie kennen. Das heißt, die Beiboote stärken eigentlich die großen Marken, kann man das so sagen? Ich glaube, die ergänzen sich einfach. Ne? Also genauso, wie ich das eben gerade gesagt habe, wenn ich jetzt wirklich alles für mich irgendwie aufgenommen habe, dann kann ich irgendwie auch so ein Web-Channel mir noch anhören, wenn ich jetzt sage, okay, ach ja, ich habe jetzt gar keine Daten, aber ich habe das Gefühl gehabt, an dem Tag in der letzten Woche, als der Keyboarder von Depeche Mode gestorben ist, haben auf einmal alle auf ihre 80er-Channels irgendwie umgeschaltet, überall, wo ich war, lief nur noch Depeche Mode. Und das ist so ein, ne, also das ist einfach genau, dass man aktuell, dass man reagieren kann, aber dass man dann eben auch solche ein bisschen spezielleren Themen da auch mit integrieren kann. Und das, sowas geht digital, glaube ich, immer viel einfacher und viel schneller, als wenn ich da, wie gesagt, ich habe noch nicht im Radio gearbeitet, aber als wenn ich da jetzt irgendwie den ganzen Sender irgendwie einmal umkrempeln muss. Okay, Schlussfrage an alle. Was mich positiv überrascht, ist, dass doch wir ein sehr positives Gesamtbild hier von Audio und Radio feststellen können. Mit Optimismus gucken alle in die Zukunft. Wo drückt denn der Schuh oder was ist denn was, wo man sagt, das ist die große Baustelle, die uns beschäftigt, die wir angehen müssen in den nächsten 2-3 Jahren? Naja, Baustelle weiß ich nicht. Das ist halt, wir erleben natürlich jetzt schon eine Situation, dass im klassischen Werbemarkt eine Konsolidierung stattfindet, dass wir schon 2020 und 2021 erhebliche Dellen kassiert haben, dass viele Sender auf staatliche Unterstützung, Überbrückungshilfe, 3 exemplarisch genannt, angewiesen waren und dass natürlich der Werbemarkt jetzt sich auch nicht wirklich stabilisiert hat. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, wir haben Lieferkettenengpässe, wir haben Energiepreisexplosionen überall. Das heißt, wir schauen natürlich auch mit einem Auge immer auf den Werbemarkt, der private Rundfunk, das weiß jeder hier im Raum, finanziert sich ausschließlich über den Werbemarkt und wenn da 10 oder 15% fehlen, dann ist das natürlich schlagartig ein Problem für uns. Und das ist etwas, wo wir momentan ehrlicherweise am engsten dran sind. Das bedeutet auf Aufwands- und Kostenseite natürlich auch den Gürtel enger schnallen und Investitionsfreude ist dann halt einfach mal eine Weile kleingeschrieben. Und das ist etwas, was uns momentan mehr beschäftigt als die Nutzungsseite. Die Nutzungsseite funktioniert sehr gut, aber da kannst du auch nicht schlafen. Da musst du auch immer was Gutes tun, damit das einfach so bleibt. Aber das ist der Job, das ist alles gut. Wenn mir wäre am liebsten, die Pandemie kommt nicht zurück und Ukraine geht hoffentlich bald zu Ende. Und wir haben eine gute Lösung und es relativiert sich. Gleichwohl, wir wissen trotzdem, dass diese Konsolidierungsprozesse bei unseren Kunden nicht dazu führen, dass wir 2023 oder 2024 wieder da stehen, wo wir 2018 noch gestanden sind. Das wird leider nicht passieren. Das hat sich einfach verändert. Das geht aber allen Gattungen gleich. Alles klar. Herr Ludwig. Ja, Sie haben nach dem Problem gefragt, was wir sehen in den nächsten 3 Jahren. Eigentlich wollte ich auch erstmal positiv beginnen. Ich finde, bitte, die Radiobranche von dem, alles, was ich hier höre, ist heute in einer echten Aufbruchstimmung. Es sieht nicht mehr Risiken, sondern eher Chancen. Mike Bröhl hat es vorhin sehr schön gesagt und ich denke, das gilt für alle, dass man heute Chancen sucht. Ich kann mich erinnern, es gab im Radio auch mal andere Zeiten. Herr Mayer, Sie hatten das mal angedeutet. Heute sehen wir Radio mit einer Zukunft, wohl wissend, dass die Kontakte, die produziert werden, eben auch vermarktet werden müssen. Und da möchte ich nochmal auf mein USP DAB Plus zurückkommen. Sie denken dran, 100 anstatt 100.000. Ne? Also alles das, was es da gibt, muss natürlich trotzdem refinanziert werden. Viele Programme und Formate sind hier am Start, die etwas spitzer aufgestellt sind als das, was bisher war. Und da steht in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall an, dass da der Beweis angetreten werden muss, dass man Reichweiten erzeugen kann und die dann eben auch über die entsprechenden Refinanzierungen am Markt beweisen kann. Herr Zilf, wie ist es bei Ihnen? Sie finanzieren sich ja auch über Werbung. Ich weiß nicht, ob das ein ähnliches Problem ist wie bei Herrn Mayer. Naja, grundsätzlich ist jedes Unternehmen, was sich über Werbung finanziert, irgendwie konjunkturabhängig und freut sich nicht auf eine Rezession. Das ist schon klar. Ja, ich sehe, also mir fällt jetzt kein großes Problem ein. Ich würde eher einmal noch irgendwie so ein, ich will jetzt gar nicht sagen, Hoffnungsschimmer wäre das ganz falsche Wort. Also vor meinem Job bei TuneIn war ich bei Spotify und die Musikindustrie hat
jahrelang gelitten. Also eigentlich seitdem Napster erfunden wurde und Musik raubkopiert wurde, ging es da so steil bergab, dass die Musikunternehmen, das waren eigentlich, böse gesagt, lästige Anhängsel. Ne? Also egal, ob das irgendwie ein Universal Music oder so diese Major-Label. In dem Moment, wo Musik überall verfügbar war, überall hin distribuiert wurde, wo jeder darauf Zugriff hatte und das Ganze aufgemacht wurde und gar nicht nur durch Spotify, sondern durch alle Dienste überhaupt, das hat sozusagen die Content-Inhaber oder die eigentlichen Veranstalter so stark gestärkt, dass jetzt guckt man sich mal an, was die wert sind. Universal Music wurde von Vivendi irgendwie abgespalten an die Börse gegangen. Ich glaube, die sind mehr wert als Spotify mittlerweile, obwohl sie selber keine Plattform betreiben. Und das war so ein Gamechanger für die Musikindustrie in dem Moment, wo Streaming kam, wo das alles aufgemacht wurde und nicht mehr, oh, ihr müsst alle zu uns kommen und von einem Dienst alle eure Musik runterladen. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt steht dem Digital Audio eigentlich noch bevor, beziehungsweise an dieser Schwelle sind wir eigentlich gerade. Diese allumfängliche Verfügbarkeit und Inhalte überall hin distribuieren zu können und überall Nutzer einzusammeln. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr, 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 sehr positiv gestimmt, weil eigentlich war es bis jetzt, also aus meiner Denke, war Radio bis jetzt das, was die Musikindustrie lange Jahre war, in den Jahren, wo das sozusagen eingekesselt war und nicht verfügbar. Also Ihr Plädoyer für die Öffnung, aber es geht los damit, Herr Brühl. Ja, den Werbemarkt haben wir ja gerade schon beleuchtet. Also das ist in der Tat eine unschöne Situation. Aber jammern ist ja kein Geschäftsmodell. Ja. Und insofern, glaube ich, werden die nächsten Jahre für uns dadurch geprägt sein, einfach effizienter zu sein. Also nicht nur über Kosten oder wie auch immer Jobs zu rasieren, sondern eigentlich sich tatsächlich mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Das fängt innerbetrieblich an. Wir haben alle ein Thema Recruiting, also wir suchen auch Leute, wir haben junge Leute am Start, die andere Bedürfnisse haben, die anders auch neudeutsch enabled werden als Unternehmen, die werden ja nur noch, die haben dann ein Onboarding, also diese ganzen Themen, die beschäftigen uns sehr, aber darüber hinaus eben nicht stillhalten und warten, wird ja alles wieder gut, sondern wirklich zu schauen, wo kann man auch sinnhaft weiter wachsen. Um auch mal so einen kleinen Werbeblock, ich weiß nicht, wie viele Sachsen hier unter uns sind. Also 89.0 wird jetzt auch über DRB Plus dann, Uwe, ich gucke dich mal an oder ich weiß nicht, wer den Zuschlag bekommt, das müssen wir dann sehen. Aber da sind wir gerade noch dabei, aber wir sind voller Hoffnung, dass wir Ende des Jahres hier auch über DRB an den Start gehen. Also wir wachsen über die eigentlichen Grenzen hinaus. Das machen wir natürlich auch mit Kalkül und da gibt es auch eine Investitionsrechnung hinter. Weil wir einfach der Meinung sind, nur in Bestandsmärkten mit einer Bestandsdenke zu arbeiten, wird uns unweigerlich eigentlich dazu führen, dass wir wieder hier sitzen und dann jammern wir richtig. Vielen Dank. Also ich konstatiere oder wir konstatieren eine Aufbruchsstimmung und wir setzen oder Sie setzen auf das Dreigestirn UKW, DAB Plus und Online Audio. Das ist das Erfolgsmodell. Vielen herzlichen Dank an Mike Brühl, an Stefan Zilch, Uwe Ludwig und an Marco Meyer. Ganz herzlichen Dank. Es ist nicht an mir, ein Schlusswort zu sprechen. Möchten Sie, Herr Fasko? Nein. Genau, die Veranstaltung ist diese Runde jedenfalls beendet. Vielen Dank und vielen Dank auch von mir für diese schönen Medientage, wenn ich das so sagen darf. Und hoffentlich auf ein neues dann im nächsten Jahr. Der Termin steht ja schon fest, habe ich gesehen. Genau, im Mai. Alles klar.